Und da geht's auch schon direkt weiter. Wir wollen jetzt nach Haus, weil wir wohnen alleine und das gefällt uns nicht und das wollen wir ändern. Und hier sitzt Sox rum. Sehr gut. Hey Sox. Ja, gib uns schon Kugeln und dann sind wir damit fertig. Dankeschön. Entschuldigung. Oh. Warum sitzen wir eigentlich direkt vor der Haustür? Wird er nicht reingelassen? Sag mal. Den meine Katze mir vor 2 Aufnahmen rumgemonst hat. Lass ich die auch nicht mehr rein, wenn ich aufnehme. Pech gehabt. Ich muss Onkel Derek retten. Ja. Und wo? So als Idee? Hm. Wir könnten nach einer Explosion fragen. Mal schauen, ob das was nützt. Aber momentan haben wir ja nicht wirklich so die Informationen. Oh. Hallo, Cory. Hier, Ethan. Cory, ich habe Nachforschung zu diesem Unfall angestellt, den wir eben gesehen haben. Gasexplosion im Restaurant, ein Toter. Boah, geiler Titel. Das war vor 12 Jahren am 5. April um 20.50 Uhr. Und da steht auch, wo es passiert ist. Eterna Grill, neben dem Bahnhof. Ich kann mich an diese Explosion erinnern, aber also weil ich mich erinnere, ist niemand zu Schaden gekommen. Dann hat Jack. Ja, Jack hat Derek dorthin gelockt. Derek? Ich meine natürlich dein Onkel. Hm. Artikel Gasexplosion erhalten. Ein Toter, ja. Blöd. Ein Toter. Wenn man einen schönen Gegenstand sammelt Zeitungsartikel, das ist Papierverschwendung, der arme Wald. Ich muss Onkel Derek retten. Ja. Ich glaube aber, zu dem Zeitpunkt ist es bereits in der Rettung zu spät. Nur so als Idee. Aber lass uns zum Eterna Grill. Ich mag das Bot. Wirklich. Ich muss okay, Derek, jetzt sagst du jetzt auch schon zum 3. Mal, Schätzchen. Bahnhof Eterna von damals. Hier ist es. Hier hat sich die Gasexplosion ereignet. Eterna Grill. Der Laden existiert noch. Es werden sich nicht allzu viele Leute an diese Explosion erinnern. Kein Jack? Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Da wir gerade von Jack sprechen. Wie hat es nur geschafft, Onkel Derek hierher zu locken? Hat er einen Brief in die Vergangenheit geschickt und Derek gebeten zu kommen? Ja, aber daran kann ich nichts ändern. Weil du dieses Bild nicht sehen kannst. Nicht so oft in die Vergangenheit sehen wie er. Ich benutze den Holopen noch nicht so lange. Ich sehe nur Veränderungen, die nach dem tatsächlichen Ereignis erfolgt sind. Jack wird das Schiff genauso benutzt haben wie Irving. Ich schätze schon. Er ist genauso gealtert wie Wonjin. Ich schätze, der Holopen verkürzt die Lebensdauer tatsächlich. Er hat vielleicht seinen Namen geändert, aber er ist noch immer wie Wonjin. Ethan. Schon gut, ich denke nur laut. Ich muss Onkel Derek doch auch irgendwie mit meinen Rückblenden retten können. Aber wie soll ich es anfangen? Ich wette, Cory hat irgendwas zu sagen. Ich habe eine Idee. Willst du sie hören? Ja. Natürlich, raus damit. Erinnerst du dich, als Irving in dieses Loch gegangen ist? Klar, was ist damit? Ich werde auch in ein Loch gehen, so wie er. Wenn ich deinen Onkel auf der anderen Seite finde, stoße ich ihn aus der Gefahrenzone. Könnte klappen, oder? Ich meine, in meinen Bildern ist er immer noch im Leben. Du kannst ihn retten. Warte mal, die andere Seite des Lochs? Dort hat es doch diese Explosion gegeben. Und wenn man durch ein Loch geht, verliert man sich im Fluss der Zeit. Oh. Richtig. Und ich bin sozusagen verloren. Lass mich gehen, Ethan. Bitte. Ich weiß nicht recht. Komm schon, bitte. Na schön, aber mach nichts Verrücktes da drin. Versprochen. Nichts Verrücktes. Nein, ich rette deinen Onkel vor der Explosion, indem ich mich in die Schutzbahn werfe und selber dabei draufgehe. Ich mach nichts Verrücktes. Okay, dann öffne ich jetzt ein Loch. Alles klar. Der Stift hat auch nicht vorher geleuchtet oder so. Hm.
So, dann wollen wir mal die gute Kuri da reinschicken. Das heißt, das Loch sollte schön groß sein. Gucken, Onkel Daryl. Ist das okay? Müsste reichen. Okay, dann mache ich mich auf den Weg. Ernst, Kuri. Tu bitte nichts Unüberlegtes. Ja, bis später dann. Kuri. Ja. Nichts. Schon gut. Keine Sorge, ich bin gleich zurück. Pass auf dich auf, die ist gleich zurück. Was will ich denn machen? Kuri, weg ist sie. Lass mich gehen, Ethan, bitte. Ach, ich hasse sie. Ah, sag nicht ständig Kuri. Kuri, mein Onkel? Ja, genau das. Lo. Ja, die hat den ganzen erstarrten Derek weggeschoben, damit er nicht in der Explosion steht. Das ist witzig. Irgendwie. Es ist weit genug. Die Explosion kann nichts mehr anhaben. Jetzt kriegt er noch einen Brief. Bitte nicht sterben. Wir werden uns wiedersehen. Kuri, hier drüben. Puh. Wie ist es gelaufen? Alles in Ordnung. Super, vielen Dank. Da schließt sich das Loch jetzt wieder. Ja, macht es. Na, dann schließen wir das Loch eben wieder. Bam. Toastbrot zum Frühstück. Oh, die letzte Rückblende war sehr interessant. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Davon 8 Stück oder so. Dad, was für mein Dad? Und meine Mom? Wer? Das Paar, das wir eben gesehen haben? Ja, sie beide standen am Eingang, inmitten der Flammen. Wenn es die gleiche Explosion wie bei deinem Onkel ist, kennen wir die Zeit und den Ort. Und wir können sie retten. Ach, ich freue mich, Ethan. Schön, dass wir sie retten können. Das heißt, Kuri will zwei erwachsene Leute mal durch die Gegend schleppen. Ach nee, müssen wir ja gar nicht. Mama und Dad sind dort. Ich weiß es. Müssen wir gar nicht, weil der Papa zu dem Zeitpunkt ja einen Stift hat. Das heißt, er könnte laufen, eigentlich. Sie ist einfach sehr allgemein. Ich kann nicht einmal sagen, wann es passiert ist. Ja, aber es gibt Toast zum Frühstück. Was gibt es Schöneres als Toast zum Frühstück? Mama und Dad sind dort. Ich weiß es. Ja, alles klar. Onkel Derek ist okay. Das hat der Kuri zu verdanken. So, jetzt haben wir noch eine hier mit so einem hübschen Bobo. Stift leuchtet schon wieder. Der Stift leuchtet. Los geht's. Ja, dann wollen wir doch gleich mal wieder ein Loch öffnen. Haben wir noch nichts Besseres zu tun. Da steht nicht in der Vergangenheit rum zu fischen. Oh. Das Messer sieht gefährlich aus. Ethan! Jack! Verschwindet. Alle beide. Blut? Ethan, du blutest. Ethan! Kuri, lauf. Du bist dir nicht sicher. Lauf. Halte durch, Ethan. Aus dem Weg. Jack. Sieh mir nicht so an. Was denn? Dieser Göre bedeutet dir etwas? Tja, er ist jedenfalls jünger als Derek. Passt besser zu dir, wie du jetzt bist. Jack, du Monster. Monster? Oh. Du weißt, wie ich mich fühle. Entweder du kooperierst, oder du wirst ebenfalls leiden. Du weißt doch, Kuri, wie man sich bettet, so liegt man. Ich verabscheue dich. Über alle Maßen. Und warum hältst du nicht endlich deinen Mund? Man tritt keine Mädchen. Man tritt überhaupt keinen. Wer ist da? Derek! Hintergrundbild, ja. Bist du okay? Derek! Verdammt! Onkel Derek, wie? Ich wollte jemanden treffen. Seit 12 Jahren. Derek, du hast also den Brief gelesen. Danke.
lange nicht gesehen, Cory. Du hast dich kein bisschen verändert. Tja, also darüber sollten wir später reden. Verstehe. Cory, komm her. Ein Ticket ist dir, Ethan. Onkel Derek, kannst du ihn festhalten? Bitte lass ihn nicht davonkommen. Du kannst bewusstlos, aber bitte lass ihn nicht davonkommen. Verstehe. Meinst du so? Oh, aua. Cory, hier drüben. Ja, Ethan? Hilf mir. Öffne das Loch. Zusammen. Okay, soll ich vielleicht deine Hand halten? So müsste es gehen. Tut mir leid, dass ich nicht Onkel Derek bin. Ethan. Ja, ich möchte an dieser Stelle bitte ein gemeinsames Loch öffnen. Ja. Haben zwar kaum noch Zeit, aber passt schon. Dafür soll es noch reichen. Mama Dennis ist auf der anderen Seite. Ich muss nach meinen Eltern sehen. Ja, dann sprich mit ihnen. Vielleicht können sie mich hier nicht hören. Was willst du denn machen? Willst du Kekse reinwerfen oder was? Ethan, was willst du? Soll ich auf die Tür gucken? Hab sie mich hören, wenn ich sie rufe? Dann endlich. Mensch. Ethan, mach's einmal kompliziert. Das Loch ist geöffnet, Ethan. Jack kann sich nicht bewegen. Trotzdem würde ich mich an deiner Stelle beeilen. Ich hoffe, die Zeit reicht noch. Done this. Ethan! Was it you? Dad! Over here! That appears to be the only way out. Wo bin ich? Tja. Hey, bist du in Ordnung? Dad. Ist das Ethan? Ethan, du bist es. Wenigstens konnte ich den Blutung stillen. Bist du nicht? Ja, das Mädchen aus der Schule, das sie durch das Loch geholt haben. Aber darüber können wir später reden. Dad, was ist mit Mom? Es geht dir gut. Sie ist bei mir. Da bin ich aber froh. Okay, dann schließen wir dieses Loch. Ja. Ja. Dann schließen wir das Loch und hoffen, dass nichts anderes passiert. Sonst wird irgendwas im nächsten Teil sein. Aber erstmal schließen. Hoffen, dass nichts weiter passiert. Na gut, machen wir. Komm her. Hilfe! Hilf mir! Was ist mit dem Feuer? Beruhige dich. Wir sind in Sicherheit. Man hat es gerettet. Oh, Tim. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Aber der Junge da drüben. Ethan, bist du okay? Cory. Tja, und ob Ethan verbluten wird und ob wir seine Blutung überhaupt stillen können und was mit seinen Eltern jetzt ist, erfahrt ihr alles im nächsten Teil. Oder Tim darauf folgen oder danach. Auf jeden Fall mache ich jetzt einen Cut. Also bis später.